Wieso haben Sie den Showroom hier in Frankfurt und nicht in Berlin, München oder Hamburg eröffnet? Frankfurt ist für die Architekten eine zentrale Station hier. Der Gürtel zieht sich von Düsseldorf, Köln, Frankfurt, Stuttgart, München, Berlin und Hamburg wären reine Inselstatus gewesen hier. Deswegen haben wir gesagt, das ist sehr zentral, auch durch die Infrastruktur bedingt hier. Und das ist uns sehr wichtig. Und wir haben in diesem Gebäude vor allen Dingen auch nochmal spezielle Architekten auch dann bereits platziert. Und da haben wir schon direkte Ansprechpartner. Welche Produkte zeigen Sie hier den Besuchern in der Ausstellung? Wir zeigen unser ganzes Spektrum im Handelsbereich, im Home-Bereich, allerdings auch schwerpunktmäßig hier unsere Projektprodukte hier mit Digitaldruck hier, mit den Möglichkeiten, mit dem Vipro-Konzept hier, um auch diese Kundenklientel anzusprechen, besonders was Projekte, Planer, Ladengestaltung angeht. Wie ist Ihre Strategie für den Dachbereich in Zukunft? Die Strategie ist hier, dass wir uns im Handelsbereich, in dem Home-Bereich stabilisieren, unsere starke Position auch verteidigen und daneben parallel den ganzen Objektbereich, Projektbereich ausbauen und intensivieren durch eine neue Ansprache und Darstellung unserer Möglichkeiten. Deswegen auch dieser Showroom in Frankfurt, um das zu kommunizieren. Bisher war das nicht möglich, nur über Social Media und über die generellen Messen, die durch Corona auch stark gelitten haben. Welche Synergien ergeben sich hier durch die beiden Showrooms von Boflor und Berry Alloc? Wir können mit den neuen Showrooms von Berry Alloc und von Boflor auch auf die Kollegen hinweisen. Bisher sind wir immer sehr isoliert unterwegs gewesen in unserem Bereich. Wir für Boflor, für diese Vinylrollenthematik, für Designbelag von der Rolle und die Kollegen nur für die modularen Produkte. Wenn hier Gestalter hier kommen, Planer, Architekten, kann man das gesamte Spektrum und die Leistungsfähigkeit auch von Beaulieu damit untermauern und die Kollegen auch mit ins Geschäft einbinden. Wie soll der Showroom zukünftig genutzt werden und für wen steht er zur Verfügung? Im Grunde steht er für alle Kunden zur Verfügung hier. Momentan vereinbaren wir konkrete Termine, da der Showroom nur geöffnet wird nach Termin. Freigabengrunde hier, aber es ist geplant, dass wir auch eine feste Person installieren hier im zweiten Halbjahr nächsten Jahres. Und dann ist der Showroom den ganzen Tag geöffnet und wir werden auch durch die Eröffnung, durch die Werbung und durch das Networking, was wir betreiben, hier auch dann entsprechende Frequenz generieren können, sind wir davon überzeugt. Vielen Dank für das Gespräch. Danke auch.